Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 27 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte heute auf ein Lustspiel zu sprechen kommen von Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug. Ich habe die Anfangsverse dieses Lustspiels in einer ganz frühen Zeichensetzung schon einmal besprochen, am 3.11.2018, als ich mit diesem YouTube-Kanal begonnen habe. Und in dieser Besprechung der Anfangsverse des Lustspiels bin ich auf etwas eingegangen, was ganz wichtig für Kleist ist, nämlich: Was ist Sprache? Inwieweit sagt Sprache etwas über die Wirklichkeit aus? Auf dieses Thema werden wir das nächste Mal noch genauer eingehen, wenn wir uns die Penthesilea von ihm anschauen. Heute wollen wir den Fokus auf etwas anderes legen, nämlich auf Kleists Rückgriffe auf antike Stoffe und Texte. Und der zerbrochene Krug hat als Vorbild den Ödipus von Sophokles. Er nimmt ihn auf, verändert ihn vollkommen, modernisiert ihn, passt ihn der Zeit an, die um 1800, die eine ganz andere Zeit ist, von ganz anderen Momenten des Lebens geprägt als diese Antike. Und sie macht aus einer Tragödie, aus einem Lustspiel. Also, worum geht's in diesem Lustspiel Der zerbrochene Krug? Der zerbrochene Krug spielt 1685, eine Gerichtsverhandlung wird dargestellt in Huizum, einem fiktiven niederländischen Dorf in der Provinz Utrecht. Worum geht's? Ein Krug ist zerbrochen worden und seine Besitzerin, die Marthe Rull, kommt mit ihrer Tochter und dem Beklagten, dem Verlobten Ruprecht, vor den Dorfrichter Adam und beschuldigt Ruprecht, er habe den Krug zerbrochen. Nun ist Folgendes passiert. Am Morgen ist der Gerichtsschreiber Licht zum Dorfrichter Adam gekommen und hat ihn überrascht dabei, als Adam sich Wunden verbunden hat. Er hat eine Kopfwunde und jetzt muss Adam das erklären und Adam sagt, er sei gegen den Ofen gefallen und so unglücklich gestürzt, dass er sich blutig geschlagen habe. Nun will das Schicksal, dass genau an dem Tag der Gerichtsrat Walter kommt aus Utrecht, um die Gerichtskassen und die Akten zu überprüfen, um das Rechtswesen in der Provinz zu kontrollieren. Adam muss seine Perücke aufsetzen als Richter, um eben dem Fall des zerbrochenen Kruges nachzugehen und die Perücke ist auch verschwunden. Er kommt schon erstmal in eine große Bredouille. Und nun kommt es zur Gerichtsverhandlung. Adam muss den Fall verhandeln und es wird ihm und dem Publikum sehr schnell klar, dass der Täter nicht der Ruprecht war, sondern er selbst, Adam selbst. Und eigentlich müsste er sich nun selbst für schuldig erklären und schuldig sprechen. Aber das kommt natürlich für ihn nicht in Frage. Er vertuscht alles, verhindert die Wahrheit, beeinflusst Zeugen, verdreht Aussagen im Munde. Er versucht den Gerichtsrat Walter zu bestechen durch gutes Essen und durch Wein. Und er ist ein genialer Geschichtenerzähler, der selbst Zeugen, die nun etwas aussagen, was auf ihn hinweisen könnte, so anders interpretiert, dass er eine Weile doch mit einer Unschuldsvermutung davonkommt. Aber doch im Laufe, je länger es dauert, wird allen klar und auch dem Gerichtsrat Walter,
Seinem Schreiber Licht ist das schon früher klar geworden, dass Adam der Täter gewesen sein muss. Das wird auch dadurch klar, dass Ruprecht nun erzählt, wie er folgende Szene betreten hat. Ruprecht ist sehr eifersüchtig auf seine Verlobte Eve und er glaubt, er habe einen Nebenbuhler, den Leberecht. Und er hört verdächtige Geräusche aus Eves Zimmer, die er sozusagen stalkt und dringt in das Zimmer ein. Er sieht jemanden, der am Flüchten ist durch das Fenster, ergreift die Türklinke und haut sie dem Flüchtenden auf den Kopf, der in den Garten am Spalier hinunterklettert und davonläuft. Und bei dieser Aktion geht nun eben der Krug zu Bruch, dessen Prägung, die Marthe Rull ausführlich schildert, denn auf diesem Krug ist sozusagen die ganze Geschichte der Niederlande und in Bezug auf Spanien dargestellt. Nun kommt es dahin, dass Adam schließlich so in die Enge gedrängt wird, dass er fliehen muss. Und der Gerichtsrat Walter und alle Umstehenden der Überzeugung sind, dass er der Täter ist. Ruprecht wird von jeglicher Schuld freigesprochen. Und es stellt sich heraus, dass Adam Eve vorgelogen habe. Ruprecht müsse im Militärdienst nach Ostindien kommen und wer dorthin kommt, der gerät in größte Todesgefahr. Er, Adam, könnte das verhindern, wenn sich ihm Eve sozusagen willig zeigen würde. Und am Ende des Stücks stellt sich heraus, dass Adam gelogen hat und dass Ruprecht nicht nach Ostindien muss. Es kommt zur Versöhnung der Verlobten. Nur Marthe ist schließlich unzufrieden und will diesen ganzen Fall noch einmal in Utrecht verhandeln lassen, denn ihr Krug ist ja nach wie vor zerbrochen. Wie kommt Kleist nun auf diese Geschichte? 1802 hielt er sich in der Schweiz auf und kam dort in Kontakt mit drei jungen Dichtern, Ludwig Wieland, Heinrich Gessner und Heinrich Zschokke. Und Zschokke hatte nun in seinem Zimmer einen französischen Kupferstich hängen, La Cruche Cassée, der zerbrochene Krug. Und auf diesem Kupferstich war zu sehen wohl ein Liebespärchen, eine keifende Mutter, wohl ein Richter, wohl ein Gerichtsschreiber und eben ein zerbrochener Krug. Und nun geben sich diese drei Jungen, beziehungsweise inklusive Kleist, vier jungen Dichter die Aufgabe, darüber einen Text zu verfassen. Und Kleist schreibt nun eben dieses Lustspiel unter Rückgriff auf Sophokles Ödipus, den er eben vollkommen neu interpretiert. Er schreibt ein Stück in Blankversen und das lässt auch manchmal in seiner Deutlichkeit, die für die damalige Zeit auch ans Ordinäre gereicht hat, nichts übrig. 1803 kommt es zur Abfassung dieses Stückes. 1808 wird es von Goethe uraufgeführt an seinem Hoftheater in Weimar. Und es wird ein vollkommener Misserfolg. Nicht zuletzt deshalb, weil Goethe die Einheit der Handlung in drei Akte aufgeteilt hat und dadurch Wesentliches, Inhaltliches auch dem Stück genommen hat. Und zuletzt eben, weil es halt doch ja in seinen Ausdrucksweise grenzwertig war für die feinere Gesellschaft. Wie gesagt, der zerbrochene Krug greift auf Sophokles Ödipus zurück.
Er greift die Tragödie auf, auch formal, und wendet sie nun in ein Lustspiel um, in eine Komödie. Die hohen Charaktere des Stückes von Ödipus, von Sophokles, der Hof, die Könige, die Königin, und der Rat des Königs, der Chor, wird nun verkehrt in das einfache Volk, einfache Menschen in den Niederlanden, im Dorf, ein Dorfrichter, eine einfache Frau mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten, die auch sehr sprechende Namen haben. Die sind eben Ruprecht oder Leberecht oder eben auch der Gerichtsschreiber Licht, der das Licht in das Dunkel bringt, oder Gerichtsrat Walter, der das Recht walten lässt, und schließlich die Hauptcharaktere Adam und Eva, die nun auch an die biblischen Urmenschen denken lassen. Formal ist es die Einhaltung der sogenannten drei Einheiten, die ja erst in der barocken Welt entstanden sind, also der drei Einheiten, die angeblich auf Aristoteles zurückgehen. Zeit, Ort und Handlung, alles spielt sich im Gerichtssaal ab, während einer Gerichtsverhandlung. Und bei Kleist kann man sagen, ist zurückgegriffen auf das ursprüngliche Moment der Poetik Aristoteles, nämlich auf, dass ein Schauspiel aus vor allem den Schwerpunkt auf die Handlung legen solle und aus der Handlung sich eben auch die Charaktere und der Ort und so weiter ergeben würden. Und das bedeutet, dass eben diese Einheit des Geschehens, diese Handlungseinheit, eigentlich hätte eingehalten werden müssen und durch die Aufteilung in drei Akte, durch Unterbrechungen, eben schon von Goethe unterbrochen wurde und nicht mehr dem ursprünglichen Anliegen Kleists entsprach. Und dadurch, dass nicht zuletzt deswegen, ist dieses Stück dann auch ein Misserfolg geworden. Ich will jetzt im Folgenden Kleists Lustspiel mit dem Ödipus von Sophokles vergleichen und gegenüberstellen. In beiden Stücken, Lustspiel und Tragödie, ist die Einheit von Handlung, Ort und Zeit eingehalten. Es gibt einen Ankläger, der gleichzeitig auch der Angeklagte ist, Ödipus bzw. Adam. In beiden Stücken liegt der eigentliche Sündenfall vor dem Beginn des Stückes, und das Stück handelt von der Aufklärung einer Schuld, eines Vergehens, von den ersten Zweifeln, von trügerischen Sicherheiten und schließlich von der Aufdeckung des wahren Täters. Nun wissen die Autoren, die modernen Autoren der Zeit um 1800, dass sie nicht mehr in einem heroischen Zeitalter leben. Sie leben nicht mehr in der Antike Griechenlands, sondern sie leben in einem bürgerlichen Zeitalter. Also muss das Personage ein vollkommen anderes sein. Bei Sophokles, wie gesagt, Könige, der Königshof. Und hier ist es ein Dorfambiente. Und was Kleist noch stärker heraushebt und auf eine vollkommen neue Ebene hebt, die Aufdeckung von Schuld wird bei ihm zur Kriminalkomödie. Man kann sagen, dass im späten 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert eine neue Literaturgattung entsteht, nämlich der Krimi, die Kriminalliteratur mit einem Haupthelden, dem Detektiv. Und das wird zu einem bestimmenden Literaturmoment bis in unsere heutigen Zeit hinein. In einem Zeiten, in denen Gott sehr fern den Menschen geworden ist. Wir haben das ausführlich besprochen, auch als wir Kants Kritik der reinen Vernunft uns angeschaut haben, in der letzten Season Romantische Liebe.
In dieser Zeit einer Welt ohne Gott ist der Mensch gezwungen, die Wahrheit detektivisch zu erfahren, durch auch sowas wie Indizien, durch Zeugenbefragung. Und so ist der zerbrochene Krug eine Kriminalkomödie, die genau in das Zeitgefühl um 1800 hinein passt. Während beim Sophokles das Publikum die Lösung kennt, der Mythos war bekannt, ist das bürgerliche Publikum bei Kleist erstmal vor Fragen gestellt und muss die Wahrheit finden. Und sie findet, dadurch, dass sie ja alle Beteiligten hört und eben auch Teil hat an Adams geheimen Gesprächen und Gedanken, kommt das Publikum mit Adam sehr schnell auf die Wahrheit, detektivisch sozusagen. Und während es im Ödipus um schwere Vergehen geht, um Inzest, um Vatermord, um Auflehnung des Menschen gegen die Götter, gegen die Orakelsprüche, gegen die sich die Menschen vergangen haben, ein Stück, in dem die Entzweiung der Götter von den Menschen gezeigt wird und die menschliche Hybris, ist das ein, ja, bei Kleist ein allgemein menschlicher Fehler, hätte man zu seiner Zeit gesagt, eine MeToo-Geschichte, der alte Adam. Und so zeigt es eben schon sein Name, der alte Adam. Darauf wird gleich in den Anfangsworten, Versen hingewiesen. Licht sagt zu dem Richter: Ihr stammt von einem lockern Ältervater, der so beim Anbeginn der Dinge fiel und wegen seines Falls berühmt geworden. Also Adam, der sich mit Eva im Paradies fleischlich versündigt hat, diese Sünde wollte Adam begehen, und das ist auch der große Unterschied jetzt wieder zur Tragödie. Während Ödipus sich wirklich vergangen hat, erschwerst vergangen hat an seinem Vater, an seiner Mutter, an den Göttern, ist es bei Adam nie zum eigentlichen Sündenfall gekommen. So wie es aussieht, ist es nicht zum letzten gekommen. Es ist ein missglückter Versuch Adams gewesen, sich Eve zu nähern. Der Sündenfall hat sozusagen nicht stattgefunden. Und noch ein wesentliches Moment jetzt, was die beiden auseinanderbringt, diese beiden Stücke, die Tragödie und das Lustspiel. Während Ödipus alles daran setzt, den Fall aufzuklären, aufzudecken, setzt Adam alles daran, den Fall zu verschleiern, zu verzögern. Er ahnt schon sehr bald seine Schuld und verdrängt sie bewusst. Er verdrängt seine Schuld bewusst, tut alles, um seine Schuld zu verdecken, während bei Ödipus das eben nicht der Fall ist. Ödipus ist sich zunächst keiner Schuld bewusst und er kann es auch lange nicht glauben. Aber er verdrängt sie auch nicht, er will die Wahrheit wissen. Nun hat eben Adam gleich zu Beginn, noch bevor die Gerichtsverhandlung anfängt, erzählt er seinem Gerichtsschreiber Licht, dass er in der Nacht einen Traum gehabt habe. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich, und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schelt und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Also in einem ahnenden Traum sieht Adam, was ihm jetzt im Gerichtssaal passieren wird. Und auch das ist etwas, was immer wieder Kleist auf die Bühne bringen wird und in seinen Texten beschreiben wird. Der Traum, das Unbewusste, sagt die Wahrheit und muss bewusst gemacht werden.
Was ist Adams Schuld? Adams Schuld ist seine Triebhaftigkeit, die hier doch relativ als eine lässliche Sünde, eine relativ harmlose Sünde, ein harmloses Vergehen dargestellt wird. Denn das Ganze ist ja ein Lustspiel, es ist kein Drama, sondern die Zuschauer müssen lachen. Und ja, also von wirklichem Missbrauch und der Schuld der Täter, die sich an den Frauen vergehen, ist kann in dem Stück nun wirklich keine Rede sein. Es ist ein lässliches Vergehen, so wie das die meisten Männer halt doch immer irgendwann in ihrem Leben begehen. So, das ist sozusagen der Tenor. Bei beiden Stücken aber auch dieses Erkenne dich selbst Motiv. Bei Ödipus eben erkenne, dass du ein Mensch bist, der sich an den Göttern vergangen hat. So ist, wie es über dem Eingang zum Orakel in Delphi steht. Und bei Kleist erkenne dich selbst. Erkenne, was in deinem Unbewussten schlummert. Werde dir dessen bewusst. Erkennen auch ein Prozess der Bewusstwerdung. Erkenne, dass du als Mensch auch so etwas wie Trieben ausgesetzt bist, die du als vernünftiger Mensch bewusst beherrschen solltest. Und im Unterschied dazu, das Ödipus-Drama, das Rätsel der Sphinx, der Delphi-Spruch, alles das deutet auf ein Erkenne, dass du ein Mensch bist und dass du als Mensch dich nicht in Hybris gegenüber den Göttern vergehen darfst. Das ist eine sehr viel wuchtigere Schuldspruch, ein sehr viel wuchtigeres Erkennen als hier dieses sich bewusst werden, was man für einen inneren Schweinehund hat. Bei Ödipus sind die Menschen wirklich den Göttern ohnmächtig gegenübergestellt. Und das wird alles sehr viel verbürgerlicht, vermenschlicht, von Göttern und Göttersprüchen und kann keine Rede mehr sein. Jetzt ganz witzig, wie Kleist ein Moment der aristotelischen Dramen Theorie behandelt. In der Poetik des Aristoteles wird beschrieben, dass der Chor eine wichtige Funktion hat in den Stücken, nämlich er kommentiert das Geschehen, er spricht mit den Protagonisten, er kommentiert, er leidet mit, er äußert Widerrede. Und in dem Stück von Kleist scheint der Chor zu fehlen. Zumindest tritt er nicht auf der Bühne auf. Und das ist nun eben ein genialer Kunstgriff von Kleist gewesen. Der Chor ist sehr wohl da, nämlich in Gestalt des Publikums, das unten im Parkett der Bühne sitzt und das nun sozusagen tuscheln kann. Sehr schnell im Laufe des Stücks herausfinden wird, dass Adam der eigentliche Schuldige ist. Und als das Publikum, als Detektiv den Ausgang noch nicht kennt, aber durch Kombinationsgabe und eine subjektive Findung dem Rätsel auf die Spur kommen wird. Bei klassischen Ödipus eben der Ausgang war gewiss, im Mythos alles ist klar. Und noch agieren die Götter direkt eben über Orakelsprüche. Bei Kleist ist davon keine Rede mehr. Die Götter sind verschwunden, da ist kein Gott mehr irgendwo zu sehen. Die Götter und vor allem auch der Teufel taucht nur noch bei der abergläubischen Nachbarin Frau Brigitte auf. Und so eben auch die Wendung der Gottwelt von den antiken Göttern, dem Delphi-Orakel, hin zu christlichen
zu christlichen Figuren, Adam und Eve, das Urpaar, jetzt sehr verbürgerlicht. Das jüngste Gericht ist das Dorfgericht, das göttliche Gericht, eine Komödie. Und während das göttliche Gericht bei den Griechen die Wahrheit, die Gerechtigkeit, den Willen der Götter wiederherstellt, wird in dem Stück von Kleist die Gerechtigkeit der Menschen eigentlich nicht sehr wiederhergestellt. Es menschelt überall und auch der Gerichtsschreiber Licht und der Gerichtsrat Walter sind sehr menschliche Verkörperungen des Rechts, in denen da eine göttliche Gerechtigkeit und Wahrheit sicherlich nicht mehr waltet. Der Staat ist von Anfang bis Ende korrupt. Das ist halt auch deutlich in dem Krug, der zerbrochen ist bei der Marthe Rull. Es ist tatsächlich in der Geschichte nun auch ein Sündenfall im menschlichen Dasein, in der menschlichen Gesellschaft, im Staat zu sehen. Während in dem antiken Drama ein unwissender, aber noch mit beiden Augen sehender Herrscher, Ödipus, blind wird, er blendet sich ja, und die Gesundung des Staates durch die Blendung ja deutlich wird. Am Anfang hat ja der ganze Staat, der ganze Stadtstaat war von Krankheit ergriffen und wird nun durch die Erkenntnis des Ödipus und die Outung seiner selbst als Schuldigen geheilt. Ist das in Kleists Fall vom zerbrochenen Krug nicht, kann davon nicht die Rede sein. Die Justiz bleibt menschlich, Gerechtigkeit wird hin und her gebogen, die Welt ist korrumpiert. Und das war ja nun eben auch die Grunderkenntnis der Zeit des späten 18. Jahrhunderts, je weiter Zeit vorangeschritten ist vom Uranfang, von der heilen göttlichen Welt in die Gegenwart hinein, desto korrumpierter ist die Menschheit geworden. Mit der Erkenntnis, mit der Entstehung des Logos und der Bewusstwerdung der Menschheit, der Entfernung vom Unbewussten, von der Unschuld, wird die Menschheit immer korrumpierter. Was ich liebe an Kleist, ist nun eben auch dieser Gedanke angewendet auf die Sprache. Wir werden das eben nochmal ausführlicher bei Penthesilea betrachten. Kleist hat gearbeitet über Versprecher. Was sagen Versprecher über, wie real können Versprecher sein? In seinen Texten über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden sagt er, es ist ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Das Unbewusste, wenn das Unbewusste spricht, spricht es die Wahrheit, so wie im Traum. Dem Adam eigentlich schon klar werden musste, wer der wahre Täter ist. Und je deutlicher, je bewusster etwas wird, je sprachlicher es wird, desto ja, logischer werden auch die Gedanken. Und die Gedanken verfertigen sich beim Lautsprechen, beim logischen Sprechen. Und diese über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, die auch eben eine Lüge
hervorbringen, die ist nun eben ganz wunderbar zu beobachten bei Adam. Adam ist ein wahrer Dichter. Es gelingt ihm durch Erfinden, während er spricht, erfindet er Wirklichkeit. Er poetisiert die Wirklichkeit, er schönt sie, er erzeugt eine für ihn angenehme Wirklichkeit und Wirklichkeitsentwürfe, die nun auf ihre faktische Haltbarkeit hin überprüft werden müssen. Und dann der Wahrheitsgehalt wird sich als trügerisch herausstellen. Aber diese Lust am Sprechen, diese Lust am Erfinden von Wirklichkeit, von Fantasie, von Lüge auch, die ist ganz wunderbar bei ihm zu beobachten und macht ihn einfach auch so liebenswert. Man muss mit ihm lachen, man hat seine Freude an seinen Lügen und er will eigentlich immer wieder ihn, ja, man liebt es, man will gar nicht, dass er damit sozusagen aufhört, weil das einfach so lustig zu beobachten, zu hören ist. Also, gleich am Anfang muss ich Adam Licht gegenüber rechtfertigen, wie er denn jetzt zu den Wunden am Kopf gekommen ist. Und da, genau, da muss ihm auf die Schnelle was einfallen. Und dann fängt er eben so mal an, ja. Also das Auge, die Nase hat gelitten, alles Mögliche, an der Wange fehlt ein Stück und so weiter und so fort. Genau. Jetzt fängt er an zu überlegen, mit dem verfluchten Ziegenbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß ich's. Da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, fasse ich die Hosen, die ich gestern durchnässt an das Gestell des Ofens hing. Nun fasse ich sie, versteht ihr, denke mich, ich tue daran zu halten, und nun reißt der Bund. Bund jetzt und Hos und ich, wir stürzen, und häuptlings mit dem Stirnblatt schmettere ich auf den Ofen hin, just wo ein Ziegenbock die Nase an der Ecke vorgestreckt. Für Kleist ist ganz typisch in seinen Werken, wenn ihr die so Sätze, versteht ihr mich, wenn ihr wollt, glaubt ihr mir, dieses Nachhaken an der, dass der andere einem glauben möge, und genau dann zeigt sich, dass der Redner eigentlich eine Geschichte erfindet und lügt. Und das ist eben auch entsteht bei der Rede in der allmählichen Verfertigung der Gedanken. Das ist ganz typisch für den Dorfrichter Adam, eine sehr hübsche Geschichte, finde ich auch, wie im Laufe des Stücks dann seine verloren gegangene Perücke wieder auftaucht. Er hat ja keine Perücke gehabt, als er in den Gerichtssaal gehen musste und muss sich eine Perücke ausleihen. Und auf einmal erscheint sie, ist ein Indiz. In einem Krimi gibt es Corpus Delicti, das ist eine Perücke, ein zerbrochener Krug, schließlich ein, entschuldigen Sie, Scheißhaufen, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Und nun taucht dieses Indiz, dieses Corpus Delicti auf und Adam muss nun eben erklären, wie er seine Perücke eingebüßt hat. Und da sagt er Folgendes. Ja, seht, ich sitz und lese gestern Abend ein Aktenstück und weil ich mir die Brille verlegt, duckt ich so tief mich in den Streit, dass bei der Kerze Flamme lichterlos mir die Perücke angeht. Ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt und greife sie und will sie von mir werfen. Doch ehe ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra schon, kaum dass ich die drei Haare noch mir rette. Ja? Also, jetzt ist er gezwungen zu erklären, wie seine Perücke verloren gegangen ist
Und da erfindet er eine ganz wunderbare Geschichte, die einfach Spaß macht, auch anzuhören. Ödipus hat einen Schwellfuß. Adam hat einen Hinkefuß. Und so ist dieser alte Adam mit seiner sehr leichten Moral im Rahmen des Christentums an dem Hinkefuß schon als kleiner Teufel zu erkennen, worauf auch der Ziegenbock am Ofen letzten Endes hinweist. Ziege als ja, eine Gestalt, in der auch der Teufel immer wieder mal auftauchen wird. So wird aus etwas sehr Tragischem eine sehr komische Geschichte werden. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wieder hier in diesem Stück mit Eve ein Frauenbild geschildert wird, das doch sehr viel unschuldiger ist und weniger korrumpiert als die Männerwelt. Eva, die Urmutter, die eigentlich die Ursünde begangen hat, ist hier doch in diesem Stück noch mehr oder weniger unschuldig. Das sagt sie auch immer wieder Ruprecht gegenüber. Ruprecht, der ihr misstraut, der eifersüchtig ist, der vom Bewusstsein angekränkelt ihr hinterher läuft und sie stalkt. Sie wirft ihm vor, dass er kein Vertrauen in sie habe. Er ist in seiner Zerrissenheit ein typischer Mann, und sie ist eben eine Frau, die ja letztlich eben doch unschuldig bleibt, und aber kurz vor dem Sündenfall, denn sie begibt sich ja nun wirklich in Gefahr, von Adam verführt zu werden. Und das passiert, weil sie auf eine Lüge von Adam hereinfällt. Sie glaubt eben ihm, dass Adam das die Macht habe, Ruprecht in den Tod zu schicken. Und deswegen lässt sie sich auf ihn ein. Aber sie hat dennoch sie hat diese Eva, die auf dieser Bühne erscheint, ist nicht mehr die Sündenmutter, sondern sie ist eine Eve geworden. Ein Mädchen, das einen Fehler gemacht hat. Ich möchte noch etwas ausführlicher zitieren, nämlich die Stelle, an der die Nachbarin Brigitte ihre Zeugenaussage machen wird. Und dabei auf einen genialen Einfall noch zu sprechen kommen, den Kleist in dieser Komödie Der zerbrochene Krug hat. Ich habe gesagt, zu einem wesentlichen Moment der antiken Tragödie gehört der Deus ex machina. Die Lösung eines Konflikts wird durch die Götter gegeben, entweder indem sie selbst auftauchen oder durch Orakelsprüche. Und bei Ödipus ist es auch der Seher Teiresias, der die Lösung und damit den Willen der Götter offenbart. Wo haben wir bei Kleist einen Deus ex machina? Bei Kleist gibt es keinen Götter mehr, auch keinen Gott. Alles ist eine gottlose, sehr menschliche, bürgerliche, korrupte Welt geworden. Was übrig geblieben ist, ist ein Diabolus ex machina, und den bringt die Brigitte ins Spiel, und das möchte ich Ihnen jetzt doch noch genauer vorlesen, weil das ist das sind eine Szene, über die ich mich jedes Mal kaputt lachen kann. Also Brigitte kommt vor Gericht und muss nun erzählen, was sie gesehen hat. Sie hat die Perücke gefunden, sie hat noch mehr gesehen, und das schildert sie. Und man muss sich vorstellen, eine ganz abergläubische Frau, die noch an den leibhaftigen Teufel glaubt, an den, ja, nun in der Zeit von Kleist eigentlich niemand mehr so gedacht hat. Also sie sagt:
Da ich vom Vorwerk nun zurückkehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang bei Martens Garten bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei, kahlköpfig, mit einem Pferdefuß, und hinter ihm erstinkt's wie Dampf von Pech und Haar und Schwefel. Ich spreche ein Gott sei bei uns aus und drehe entsetzensvoll mich um und sehe, mein Seel, die Glatz, ihr Herren, im Verschwinden noch wie faules Holz den Lindengang durchleuchten. Jetzt kommt große Aufregung bei den Zuhörern. Sie soll weiter erzählen. Erzählen, genau, das deutet ja auf den Teufel hin, sagt der Licht. Sagt man, das ist ja verrückt, das kann doch nicht der Teufel gewesen sein. Licht sagt, hören Sie sich doch erstmal weiter an, was die Frau zu erzählen hat, dann wird sich das schon zeigen, was daran wahr ist und was nicht. Also Frau Brigitte fährt fort. Da ich nun mit Erstaunen heut vernehme, was bei Frau Marthe Rull geschehen, und ich den Krug zertrümmerer auszuspionieren, der mir zur Nacht begegnet am Spalier, den Platz, wo er gesprungen, untersuche, find ich im Schnee, ihr Herren, euch eine Spur. Was find ich euch für eine Spur im Schnee? Rechts fein und scharf und nett gekantet, immer ein ordentlicher Menschenfuß. Und links, unförmig, grob hin eingetölpelt, ein ungeheurer, klotzger Pferdefuß. Also der Teufel, das ist doch Geschwätz, sagt der Walter. Bei meiner Treu! Erst am Spalier, da, wo der Sprung geschehen, seht einen weiten, schneezerwühlten Kreis, als ob sich eine Sau darin gewälzt. Und Menschenfuß und Pferdefuß von hier. Und Menschenfuß und Pferdefuß und Menschenfuß und Pferdefuß quer durch den Garten bis in alle Welt. Ja, jetzt kommt Adam, als die Brigitte das so schildert, kommt er drauf, wenn alle jetzt der Brigitte glauben würden, dann könnte er die Schuld ja von sich abweisen auf den Teufel. Und das ist das über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn man jemanden zuhört, kommen einem neue Gedanken und neue Wahrheiten, die sich als Lügen letztlich zeigen werden. Ja? Und so reagiert er sofort auf die Aussage von der Brigitte und sagt, mein Seel, ihr Herren, die Sache scheint mir ernsthaft. Man hat viel beißend abgefasste Schriften, die, dass ein Gott sei, nicht gestehen wollen. Jedoch den Teufel hat, so viel ich weiß, kein Atheist noch bündig wegbewiesen. Der Fall, der vorliegt, scheint besonderer Erörterung wert. Ich trage darauf an, bevor wir ein Konklusum fassen, im Haag bei der Synode anzufragen, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Belzebub den Krug zerbrochen hat. Das schlägt dem fast den Boden aus. Walter reagiert auch sofort. Er weiß inzwischen, dass ganz gewiss nicht der Teufel der Urheber gewesen ist. Aber eben dieser geniale Erfinder von Geschichten, Adam, ist einfach genial. In einer Zeit, in der Kant Gott aus der Welt wegbewiesen hat, er ist als Ding an sich nicht mehr erkennbar, kommt ein sozusagen in der Zeit verfasster Dorfrichter drauf, zu sagen, ja, jedoch den Teufel hat, so viel ich weiß, kein Atheist noch bündig wegbewiesen. Und jetzt kommt sozusagen als Lösung für Adam der Diabolus ex machina, der ihn befreien wird von Schuld und eine Lösung bringen wird, die ihm kommod ist. Genau. Und jetzt geht die Aussage von Brigitte weiter und sie sagt, sie begegnet dem Schreiber Licht und sagt nun, hierauf, Herr Schreiber Licht, sag ich, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen sehen, wohin der Teufel wohl entwischt mag sein. Gut, sagt er, Frau Brigitte, ein guter Einfall. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen.
Zuerst jetzt finden wir jenseits des Garten in dem Lindengange den Platz, wo Schwefeldämpfe von sich lassend der Teufel bei mir angeprellt. Ein Kreis, wie scheu ein Hund etwa zur Seite weicht, wenn sich die Katze prustend vor ihm setzt. Entschuldigung. Drauf weiter, fragt Walter. Nicht weit davon, jetzt steht ein Denkmal seiner an einem Baum, dass ich davor erschrecke. Walter, ein Denkmal? Wie? Frau Bickete, wie? Ja, da werdet ihr. Adam für sich, verflucht mein Unterleib. Licht, vorüber bitte, vorüber hier, ich bitte, Frau Brigitte, ich bitte, Frau Brigitte. Also, es ist klar, dort hat Adam einen Haufen hinterlassen, den sie als Schwefeldämpfe von sich lassend, als teuflisches Indiz glaubt, erkannt zu haben. Jetzt geht die Frau Brigitte weiter. Wohin die Spur euch führte, will ich wissen, fragt Walter. Frau Brigitte, wohin, mein Treu, den nächsten Weg zu euch, just wie Herr Schreiber Licht gesagt. Walter, zu uns, hierher. Frau Brigitte, vom Lindengange, ja, aufs Schulzenfeld, den Karpfenteich entlang, den Steg quer übern Gottesacker, dann hier sag ich her zum Herrn Dorfrichter Adam. Walter, zum Herrn Dorfrichter Adam? Adam, hier, zu mir. Frau Brigitte, zu euch, ja. Jetzt Ruprecht, der auch ein ziemlich einfältiger junger Mann ist. Wird doch der Teufel nicht in dem Gerichtshof wohnen? Frau Brigitte, mein Treu, ich weiß nicht, ob er in diesem Hause wohnt. Doch hier, ich bin nicht ehrlich, ist er abgestiegen. Die Spur geht hinten ein bis an die Schwelle. Adam, sollt er vielleicht hier durchpassiert? Frau Brigitte, ja, oder durchpassiert kann sein, auch das, die Spur vorn aus. Walter, war eine Spur vorn aus? Licht, vorn aus, verzeihen, euer Gnaden, keine Spur. Frau Brigitte, ja, vorn aus war der Weg zertreten. Adam, zertreten, durchpassiert, ich bin ein Schuft. Der Kerl passt auf, hat den Gesetzen hier was angehängt. Ich will nicht ehrlich sein, wenn es nicht stinkt in der Registratur, wenn meine Rechnungen, wie ich nicht zweifle, verwirrt befunden werden sollten auf meine Ehe, eher ich stehe für nichts hier ein. Ja, wieder Adam, der diese Rede der abergläubischen Brigitte aufgreift und sieht, das könnte meine Rettung sein, wenn wir es dem Teufel anhängen, dem Diabolus ex machina. Und dann auch noch das Glück, dass diese Spur in sein Amt führt. Und sein Amt, seine Registratur ist ja hoffnungslos, chaotisch. Da liegen Würste in Akten verpackt. Und jetzt hat er eine Möglichkeit, das zu rechtfertigen. Er ist unschuldig. Es war der Teufel, der sein Gericht so ja, verunziert und chaotisch durcheinander gebracht hat. Also dieser zerbrochene Krug in seinem Wiederaufgreifen einer antiken Tragödie, erkenne dich selbst, dass du ein Mensch bist gegenüber den Göttern, hier ins bürgerliche Zeitalter versetzt, indem man nicht mehr an die Einwirkung eines Gottes in das Menschengeschehen glauben kann, indem aus elementaren Sünden und Schuld lässliche Sünden geworden sind, zumindest in jener Zeit wurden sie als ein sexuelles Übergreifen, als eine lässliche Sünde angesehen, in der die Götter und Gott nicht mehr vorhanden sind, wird daraus ein Lustspiel. Und gerade vor dem Hintergrund dieser antiken Tragödie, dem Wiederaufgreifen des antiken Stoffes und seiner Modernisierung, wenn man das im Hinterkopf hat und dieses Lustspiel sich dann auf der Bühne anschaut, hat man sein
wahres, göttliches Vergnügen. Also wenn Sie das nächste Mal den zerbrochenen Krug ansehen, dann genießen Sie ihn nicht nur in seiner Komödiantik, in seinem lustigen Geschehen, sondern auch genießen Sie dieses Stück intellektuell. Das ist dann eine wahre Freude.